Konnichiwa, Kettys, hier ist wieder eure Josie mit einer neuen React-Folge von den Twitch Clips Germany. Huch, jetzt bin ich weg. Twitch Clips Germany und zwar die Folge 220 und es gibt Papiere. Es geht um Papiere, um Adoptionspapiere. Wer da wen, wie, warum, weshalb adoptiert hat oder will oder möchte oder wie auch immer, das werden wir uns jetzt gemeinsam angucken und mal sehen, was reingeht. Wir gehen mal rüber in den Live-Bereich. Da wird gewechselt, klar. Rüber, da habt ihr es schon. Wir sehen einen See, wenn ich das richtig sehe, mit angeschwemmten Dosen und so weiter. Hm, kann auch eine Küste sein. Okay, gut, dann machen wir mal unseren Start rein. Achso, das ist nicht meins. Ich wollte jetzt gerade sagen, warum ist das schon so weit vorne? Aber das ist ja von dem Stream, Entschuldigung. Ich sage ja, ich bin noch nicht so ganz wach. Ich habe auch nicht meinen ersten Kaffee getrunken, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin noch dabei. Okay, rein geht's. Hallo und herzlich willkommen auf Twitch Clips Germany. Da muss ich jetzt mal vor dem Starttitelchen reingehen. Also das war ja mal eine weirde Verzerrung der Stimme. Das sah hörte sich richtig genial an und fand ich toll. Gut gemacht. Kann öfters kommen. Digga. Mann, ist in der Cammy wie Zeng. Also, ich kann ihn nachvollziehen. Ich bin ja keine Arachnophobierin. Also, ich habe keine Arachnophobie. Wer das nicht weiß, Angst vor Spinnen. Und vor einigen Jahren, da habe ich noch hier im Wohnzimmer geschlafen. Und ich guckte abends vorm Schlafengehen so an die Wand hinter meinem Bett und denkst, was ist denn das? Da saß da eine so große Spinne. So nicht der Körper, sondern mit den Beinen natürlich so groß. Ich so, die muss raus. Ich glaube, es war eine Kellerspinne, die, also eine große schwarze auf jeden Fall. Und ich dachte so, okay, gut, nimmst ein Glas, wie du es immer machst, weil Spinnen, ich töte ungern Spinnen, wenn es nicht sein muss. Gerade auch so groß ist das immer ein bisschen problematisch. Hab ein Glas genommen, drüber gestülpt und dann ist dieses Vieh von der Wand, also es hing so an der Wand, und sprang so rum an das Glas. Deswegen konnte ich mir dieses Hochspringen jetzt gerade eben richtig vorstellen. Ich habe mich auch erschreckt damals, habe aber da nicht so reagiert wie er. Also das war jetzt wirklich ein bisschen extrem. Okay, weiter geht's. Okay, und jetzt machen wir eine Powerbremse. Elegant als erwartet. Ja, also das muss man ihm sagen, muss ich ihm lassen. Das war eine sehr elegante schraubengedrehte Bremsung. Ja, gut, es ist nicht kaputt gegangen. Der Wagen steht richtig rum. Perfekt gemacht. Was will man anders mehr? Oh, wobei, dann kann ich nicht mehr durch die Tür, ne? Scheiße. Okay, ich muss die Teile abbauen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Also das hätte jetzt wieder mein Mann, unser Kistenkater, sehr gern, sehr gut wiedergegeben. Nämlich aus einem einfachen Grund. Er spielt das. Ich glaube aber nicht, dass er schon mal sowas erlebt hat. Ich werde ihn nachher mal fragen und werde es euch in der nächsten Woche dann sagen, ob er das auch schon mal erlebt hat, dass er so einen Bug hatte, dass sein U-Boot, nachdem er was umgebaut hat, in die Luft geflogen ist. Und sein Crash auf dem Meer stehen geblieben ist, natürlich. Gut, weiter geht's. Au! Da kommt mir jetzt gerade was in den Sinn. Ja. Genau. Ja! Wisst ihr, was mir jetzt da gerade in den Sinn kommt? Tatütata ist put, 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 tatütata ist put. Tatütata ist put, 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 tatütata ist put. Es ist ein Lied, das müsst ihr mal googeln auf YouTube. Macht das aber bitte nach dem Stream. Und ja, da geht es auch darum, dass die Polizei ihr Auto kaputt gefahren hat. Ja, ich finde dieses Lied geil. Ich habe heute jetzt schon wieder den ganzen Tag im Ohrwurm. Das weiß ich jetzt schon. Weiter geht's.
Aber es war gut gemacht. Erst wird das Auto demoliert, das Auto, dann wird er angefahren. Spitze. Das hört sich nicht gesund an. Ja, die Haken, aber ich will ja an den Haken, aber ich komme nicht an den Haken. Na, springen doch, jetzt bist du dran. Haha. Ich habe das vorhin die ganze Zeit versucht. Ihr wollt mich doch verkackeiern. Little Nightmare, ich liebe dieses Spiel. Das ist so süß gemacht. Und ja, genau. Haben sie toll, allerdings an Übung macht den Meister. Wenn du übst, ist doch klar, dass das dann irgendwann funktioniert. So, Achtung, echt? Oh, perfekt, Alter. Das ist, glaube ich, für uns jetzt am besten. Stimmt, das hat ein grünes Oberteil. Was ist das? Du hast letztes Mal auch grün, aber sieht, hey, das sieht voll cool das aus. Sieht beschissen aus. Das sieht ja voll cool. Feli, moin, dankeschön. Hey, das ist ja cool. Klar, sie hat einen Greenscreen. So, sie trägt ein grünes T-Shirt und das heißt, alles, was grün ist und in der gleichen Farbe wie der Greenscreen, der muss ja nicht grün sein. Ihr könnt ja auch den Greenscreen mit blau machen zum Beispiel. Nur so als Hinweis. So, der Greenscreen, alles, was in der gleichen Farbe ist, wird dann natürlich von dieser Überlagerung mitgenommen. Und sie hat ein grünes T-Shirt an, das genau passte und dann natürlich die Smileys zeigte. Und ich fand das genial. Also so kann man schön mal in einem Stream sein T-Shirt verändern. Ich würde das jetzt nicht machen, weil ich trage ja gerne schwarz, wie heute. Und dann würde alles, ja, genau. Ihr kennt das ja, genau. Aber ich habe gerade ein großes Problem mit meinem Gehirn. Wie hieß denn das? Und täglich kocht das Murmeltier. Täglich singt das Murmeltier. Und täglich ist das grüß. Murmeltier. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, du hast echt ein Problem mit deinem Gehirn. Du benutzt es nämlich zu selten. Deswegen. Täglich grüßt das Murmeltier ist ein Sprichwort und ein Filmtitel. Genau, ich glaube, weiß gar nicht, ob es dazu ein Buch gibt. Aber ja, genau. Im Übrigen, weil wir gerade bei Büchern sind, erstens mal, nächsten Monat bin ich auf der Buchmesse in Frankfurt. Für wen das interessiert und wer mich mal kennenlernen möchte, kann mich gerne anschreiben, wenn er auch da ist. Und dann gucken wir mal, ob wir uns irgendwo kurz treffen können. Erstens. Zweitens, Buch, ich lese jetzt seit 2 Jahren ein Buch. Ja, ich komme so schlecht selten dazu. Und das wäre mal ein Buch, das ist von einer Autorin hier aus Hessen, die aber nicht mehr in Hessen wohnt. Hat einen sehr bekannten Account auf YouTube, also einen Kanal, nämlich Kripselpixel. Obwohl er, ich glaube, in den letzten Wochen, Monaten gar nicht mehr so viel gekommen ist. Leider. Aber auf den meisten Kunstkanälen, die ihm nicht folge, kommt nicht mehr viel. Ja, das wäre mal ein Buch, das sollte man verfilmen. Das wäre echt genial. Mona. Genau. Okay, weiter geht's. Oh mein Gott. Eine Katze in Sonnenblumen. Geht eine Ente in der Molkerei? Guten Tag, was möchten Sie? Die Ente will Quark. Die Ente will Quark in der Molkerei. Die Ente will Quark. Oh, verstehe ich nicht. Ich habe Fragen. Viele, viele Fragen. Wir fangen mit der ersten an. Was zu Geier hast du genommen? Warum die Ente Quark in der Molkerei will? Enten quaken nun mal. Das ist der älteste Witz, den es über Enten gibt. Und du verstehst das nicht? Ja, dann solltest du dir vielleicht mal Gedanken machen. Jo, weiter geht's. Die Suki. Ich habe die Suki auf der Branchenparty kennengelernt. Und dann fragt so, ja, kannst du hier, kannst du auf diesen Zettel hier ganz unterschreiben? Einfach, ja, Autogramm. Ja, und ich dann, naja gut, ja. Habe ich unterschrieben und dann klappt das Ding auf. Adoptionspapiere. Ja, so kann's gehen, lieber Kronk. Jetzt hast du jemanden adoptiert. Ich hoffe, das war ein Gag. Wenn das nämlich, obwohl, das muss man ja eigentlich noch, das sowas macht man ja offiziell, das macht man ja nicht auf irgendeiner Party.
Also ich denke mal, dass das ein Gag war. Aber ja, man sollte immer vorher gucken, was man unterschreibt. Und vor allem, wo man unterschreibt. Genau. Nachher kauft ihr 20.000 leere Fässer für ein Vermögen. Passiert. Warum Chat mein scrollt nicht weiter? Warum Chat mein scrollt nicht weiter? Das ist ja mal wieder der Versprecher. Cool. Aber gefällt mir irgendwie so. Ja. Ja, genau. Weiter. Oh mein Gott. Und mit dem Mann spiele ich Pen and Paper. Ich werde niemals in Horde eine Katze reinpacken. Horde wird katzenfrei bleiben. Ja, das ist so. Aber weil wir jetzt gerade dabei sind, mir fällt da was auf. Ich muss mal gerade etwas testen. So, als kleiner Test. Ah, okay, gut. Ich hatte mich nämlich gewundert, weil normalerweise sieht man ja immer diese ganzen, also den Chat. Jetzt hat natürlich vorhin Xautina und auch Lady Asmodana was in den Chat geschrieben. Ich natürlich dann auch entsprechend geantwortet. Aber das war, bevor ich den Stream gestartet habe. Jetzt fällt mir natürlich ein, klar, kann ja nicht funktionieren. Sowas geht ja nur, wenn der, wenn es online ist, wenn der Stream gestartet ist. Dann sieht man das natürlich auch im Stream, sonst sieht man das ja nicht. Ja, genau, okay. Ein bisschen verpeilt, sag ich ja. Und das mit der, keine Katze in der Horde. Ja, Kronk, das hängt dir jetzt seit den Rest deines Lebens nach, dass du die Katze erschossen hast, obwohl sie als einziges einen Namen in diesem Spiel hatte. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, meinen Charakteren gebe ich immer gerne, wenn es möglich ist, einen Begleiter. Also so ein Haustier oder so, weil das gibt ihnen mehr Tiefe. Ja, genau. Je nachdem, welches Spiel, gibt es auch mal eine Katze. Ja, also ein meiner Charakter in WoW zum Beispiel, einer meiner Rollenspielcharaktere, die hat eine Katze geschenkt bekommen von einem anderen Spieler. Ja. Und die benutze ich auch. Die hat einen Namen gekriegt oder die hat den Namen schon gekriegt gehabt und darüber amüsieren sich Leute, weil die heißt nämlich Schnurzilla. Bis jetzt Schnurzula. Genau. Weiter geht's. Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? Hast du Termine? Das ist doch krank! Ja. Ist für uns beide unangenehm. Was ist denn unangenehm daran, Kronk zu treffen? Ach ja, er tötet kleine Katzen. Ja, ja, ich sag ja, das mit der Katze hängt ihm unendlich nah. Das kriegt er nie wieder los. Nie wieder. So, was bist du? Bist du nett? Nein, du machst komische Glipschgeräusche. Ich will das gar nicht wissen. Du musst aber darüber, sonst kommst du nicht weiter. Gefragt. Ja, aber jetzt muss man dazu sagen, natürlich, ich glaube, den hätte sie töten sollen. Wobei, ich weiß natürlich nicht, ob das bei dem Spiel geht. Ich kenne das Spiel nicht, deswegen könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr, oder hier in den Chat, je nachdem, wie ihr wollt. Gemein vom Feuerschein träum ich die ganze Nacht. Und sag mir schon das Geheimnis, dann lass ich dich in Ruhe. Die Feuerpracht gibt mir die Macht, genau zu sein wie du. Kam das jetzt bei mir so vor oder hat sie das perfekt nachgemacht? Also vor allem das Letzte. Das Singen war natürlich auch schön, aber das die Affengeräusche und die Posen dazu. Sehr gut. Da ist was hängen geblieben. Wie muss ich mich jetzt drehen? Rückwärts, rückwärts? Da muss ich jetzt nach rückwärts gehen, ne? Ja. Also so. Du gehst vorwärts. Ich hab aber nach hinten. Ja. Du hast nach hinten, während du nach vorne geguckt hast. Das ist völlig... ja, ja, ja. Das ist Physik. Wenn ich nach da gucke, also nach da gucke, und dann natürlich in die Richtung gehe, ist das falsch. Ihr wisst, denke ich mal, wie ich das meine. Aber das war klar, dass das passiert. I love you! I love you too! In diesem Sinne, Kraut! Denkt an euren Wertschätzungsstein. Wow, sagst du. Die eine macht die Hand auf, die andere nimmt den Stab. Nein, ich will gar nicht drüber nachdenken. Unsere Katze rennt schon wieder rum.
Okay. Cool. Nee. Doch. Doch, du hängst halb irgend... Also du behängst jetzt in der Kiste fest. Dein Quad kriegst du nicht mehr. Und ja, Augen auf, wenn man springt über Kisten, über Rampen, wie auch immer. Ja, genau, weiter geht's. Ich finde auch surreal, dass fucking Flugzeuge starten können. Weil die sind wirklich schwer, glaube ich. Also die sind ja jetzt nicht 3 Gramm leicht und fliegen wie so ein Papierflugzeug durch die Gegend. Ja. Ja. Auftrieb. Ja. Und so. Ja. Du warst auch in der Schule. Nicht so oft. Stimmt. Ja, das merkt man, dass sie da nicht so oft war. Also wie gesagt, Auftrieb, das sind physikalische Gesetze, die da greifen, dass auch ein 100 Tonnen schweres Flugzeug einfach so abheben kann. Hat mit der Geschwindigkeit natürlich zu tun. Und ja, und was so angeht, so Sachen wie nicht so oft in der Schule sein und dann trotzdem noch am Unterricht teilnehmen wollen irgendwie, das kenne ich auch. Mich ärgert jeder Tag, den ich nicht in der Schule bin, weil, also, wenn ich in der Schule sein müsste und ich dann versäume, weil ich dann entsprechend wichtiges Material versäume. Klar lerne ich die Sachen zu Hause nach, aber das ist immer was anderes, als wenn man das in der Gruppe macht. Und ja, wir haben auch einige, die es mit der Umschulungsanwesenheit nicht so genau nehmen oder genommen haben und natürlich entsprechend jetzt die Reißleinen ziehen. Und halt das aufgeben, weil es bringt nichts. Je länger man fehlt, umso schwieriger wird es. Und erstens mal ist es auf der einen Seite natürlich so, es gibt eine Anwesenheitspflicht, wenn man zu lange fehlt, dann sagt die IHK nein zur Prüfung. Und dann, selbst wenn die IHK aus welchen Gründen auch immer dann doch ja sagt, dann ist es natürlich so, man hat den Stoff nicht gelernt. Es bringt einem nichts, erst zur Prüfungsvorbereitung zu kommen, um zu sagen, so, jetzt möchte ich den ganzen Stoff, den wir im letzten Jahr gelernt haben, bitte in den Kopf gehämmert bekommen, damit ich meine Prüfung schaffe. Das ist nicht, das geht nicht. Klar, man sieht es an mir, ich habe jetzt zweimal eine Woche gefehlt und dann die Lernzielkontrollen mitgeschrieben und entsprechend dann auch die Lernzielkontrollen gut beendet. Ja, aber das ist halt, wie gesagt, weil ich auch mich mit der Materie schon auskenne. Wenn einer die Materie überhaupt nicht kennt und dann fehlt und gar nichts mitbekommt, das ist nicht nur doppelt, das ist sogar 3-4-fach schwer dann. Weil man es nicht weiß und dann nichts lernt, dann ist es halt einfach so. Das bringt ja nichts. Dann sollte man überlegen, ob man einfach abbricht oder nochmal neu startet und das dann richtig macht. Ja, genau. Okay. Weiter geht's. Der Gegner? Sind die alle unten? Hier oben, ne? Ich sehe nichts. Alter Schwede, das war ein schöner... Das war aber ein schöner, guter, getimter Tod für, besonders guter, geplanter Angriff. Und ja, hat ja funktioniert. Das ist ja das, was zählt. Das ist funktioniert am Ende. Genau. Wir können alles so schön durch 10 und mal 10 nehmen. Aber wenn du dann Inch in Mega-Inch umwandeln willst oder in Miles, dann multiplizierst du nicht mal 10, sondern so 5,7812 mal Saturn hoch zum Zwilling plus was du heute Morgen gefrühstückt hast, mal die Länge von Lincolns Daumen plus die Mitternachtsformel. Nee, das tust du garantiert nicht. Außerdem, bitteschön, was sind Mega-Inch? Und Miles kenne ich, klar, und Inch auch, ja. Das sind amerikanische Maße, aber Mega-Inch habe ich noch nie gehört. Und das kann man eigentlich auch einfacher umrechnen. Frag mich jetzt bitte nicht nach der Formel, die habe ich jetzt nicht im Kopf, die müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube 2,16 Zentimeter ist ein Inch, so in der Art. Ja, genau, also Zentimeter. Ein Inch sind mehrere Zentimeter. So ungefähr. Ich rechne es ungefähr immer so mal 2, 2,5, dann passt das. Wir machen jetzt nur die engste Familie, ne? Marco hat mir ein Model gemacht. Das heißt, Marco ist meine Model-Mama. Naja hat mir auch ein Model gemacht. Das heißt, Naja ist meine Model-Mama. Marco hat sich selber ein Model gemacht. Das heißt, Marco ist ihre eigene Mama.
Und Naya hat sich selber ein Model gemacht. Das heißt, Naya ist ihre eigene Mama. Aber Naya macht Maku ein Model. Das heißt, sie ist ihre Mama. Und Maku macht Naya ein Model. Das heißt, sie ist ihre Mama. Das macht Naya nicht nur zu meiner Mama, sondern auch zu meiner Schwester und zu meiner Großmutter. Maku zu meiner Sis und zu meiner Oma. Und ich existiere einfach. Das sind sehr komische Familienverhältnisse. Da blick selbst ich langsam nicht mehr durch. Und ich mag solche Familienverhältnis-Dinge. Da kann ich mich tierisch reinfuchsen, wenn es sein muss. Aber das ist weird. Definitiv. Aber gut, es geht hier auch nur um die V-Tube-Charakter. Da geht das noch. Also, da wäre das nicht ganz so schlimm. Gut, weiter geht's. Twitch, Twitch, Clips, Twitch, 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 Clips, Twitch, Twitch, Clips, 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 Twitch, 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 Clips, Twitch, Clips, Germany. Das passt nicht. Nee, das passt definitiv nicht, was du da für ein Blödsinn zusammengesungen hast. Ja, gut, was soll man dazu sagen? Weiter geht's. Mal gucken, ob ich halt Zielwasser habe oder nicht. Schafft er das? Hey, sehr gut. Sehr gut, er hat es geschafft, den... die Gabelstapler-Gabel an den Hebekran zu hängen. Und das im ersten Versuch. Sehr gut, wäre ein Clip für Win Compilation Oktober. Das ist eine fiese Stolperfalle, da wäre ich für apropos. Wieso habe ich das im Freefly? Das geht schief. Ja, wie dumm kann man sein? Dazwischen sind die Drucktüren. Da hörst du den Druck, die Explosion natürlich nicht. Wenn du es dann in deinem eigenen Raum machst, ist klar, dass es nicht funktioniert. Naja, egal. Chat sagt, 1,5 Stunden Spaß stehen bevor. Ihr glaubt also, wir brauchen 1,5 Stunden für dieses Level. So, check me out. Super Bunnyman, das ist so ein beknacktes Spiel. Entschuldigung, wenn ich das sage. Ich verstehe nicht, wie man das spielen kann. Das ist wie Among Us. Oh, shit! Mach die Tür zu! Du, Toni, kannst keine Tür öffnen, oder was? Oh, scheiße, ich komm unten durch! Ah! 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 Bunny! Warum kann der unten durchgehen? Mach zu! Es ist ein Schatten. Ein Schatten kann durch jede Ritze durch. Ja, ist halt so. Hier, kommt zu mir. Ja? Gehen Sie schnell schlafen mit dem Bett, dann greifen die nicht mehr an. Was? Du bist tot. Wie ist was? Hast du mich gerade getrollt? Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr und kann sein Leben an den Nagel hängen. Geil. Ja, ja, einfach mal so voll in die Falle gerannt. Okay, alles gut. Ich gebe ihm Schmatzer. Oh, ist ruhig. Er ist ruhig. Ich habe ihn beruhigt mit Schmatzern. Er brauchte nur Küsschen, Leute. Ich habe ihn gezähmt. Das geht jetzt nicht wirklich in diesem Spiel, oder? Das wäre ja wirklich verrückt. Vor allen Dingen, woher will das Vieh wissen, dass das wirklich Knutschis sind? Das hat er ja nicht gehört. Obwohl, ja. Ich weiß, bevor es jemand sagt, meine eigene Theorie. Kamera und Mikrofon werden in den Spielen abgehört. Ja, okay, gut. Ja, dann funktioniert das natürlich wunderbar. Oh,
Mehr als gedacht ist er. Wie zum Geister ist denn die... Okay. Cool. Beendet. Bequemer geht's nicht, oder? Ja, perfekt. Perfekt da hingebracht, wo man hingehen sollte dann am Ende. Ist doch gut. Super. Weiter so. Machen wir jetzt Battle, wer die beschissenste Woche hat, oder wie? Damit hat sie nicht gerechnet. Sie hat jetzt nicht den Papagei in den Schwanz gebissen. So was tut man nicht. Das kann böse enden. Für beide Seiten. Champignon. Tampon hält sich gerne an feuchten Orten. Oh Gott, das war nicht... Ich wusste nicht, was da steht. Ja doch, es steht ja... Lies es doch einfach. Dann weißt du, was da steht. Du musst es nur ablesen. Es steht hier auf dem Bildschirm. Ganz einfach. Ja, hat man schon in der ersten Klasse in der Schule gelernt. Ich wurde gestern auf dem Klo angesprochen mit... Du bist doch die von Gronkh. Bitte, was? Erstens, ich hab mich nicht dahin gehetzt, okay? Ist die von Gronkh? Ja, ich hab gesagt, du bist die von Twitch Clips Germany mit Gronkh und so. Aber ich habe nicht... Ja, so kann's gehen. Also ja, das ist halt so. Du weißt doch, wie das auf Twitch funktioniert. Da werden wir alle auseinandergenommen von den anderen. So, hin und wieder, wenn's benötigt wird. Hat mich sehr verstört. Oh mein Gott. Hä? Was? Da ist ein Fehler aufgetreten. Ja klar, Spitze, toll. Ja. Das kommt davon, wenn man zu wenig testet. Wieder mein Ton weg. Ich habe wieder keinen Ton. Katha, würdest du bitte synchronisieren, was da jetzt gerade passiert? Wusch. Wusch. Okay, gut. Ich liebe dieses Spiel, das ist absolut genial. Und Tonprobleme eben. Ja, gut. Anne, arbeite an deinem Tonsetting. Du hast doch deinen Mann vor Ort. Der ist doch da drinnen schon länger bewandert und so und überhaupt. Ja, genau. Weiter geht's. Erzo, vielen Dank für deinen Lurk. Vielen, vielen Dank. Der Ton war jetzt aber gerade echt irgendwie... ja. Okay, mir fällt gerade ein, ich hätte meinen Text mal ändern sollen. Ja, genau. Okay, gut. Ja, weiter geht's. Ja, so, weiter geht's. Was für eine Antwort ist das denn? Das ist Wahnsinn. So, warte mal, jetzt muss ich eben kurz gucken. Hier ist irgendwo ein Playbutton. Irgendwo. Da drücke ich jetzt drauf. Geil. Ja, genau. Er hat sich völlig in Klopapier eingewickelt. Und nicht nur sich, sondern sein ganzes Studio gleich mit. Naja, viel Spaß beim Aufräumen und... Ja, was soll ich jetzt sagen? Das ist große Verschwendung. Ja. Ist so. Ich habe drei Messerkills in Folge! Ja, das war ein Doppelkill, sich selbst und die andere auch. Und ja, damit war das Spiel gelaufen. Ja, ist so. Kann man nichts ändern. Mann, du hast eine Katze. Okay, und sie ist auf den Tisch gesprungen, als hätte sie das noch nie vorher gemacht.
Also irgendwie, manche Katzenbesitzer, Besitzerinnen verstehe ich nicht. Katzen sind halt nun mal unberechenbar, es sind Katzen. Wenn man das nicht wollte, holt man sich einen Hund. Und? Oh, hey, sehr gut. Wow. Ich mache eine kleine Reise. An der Stange. Wow. Okay. Hey, wenn er das bis zum Ende durchhält, wow, nicht schlecht. Guter, das ist mal ein positiver Bug. Sowas gibt es nämlich auch. Aber ja, gut. So. Es rauscht im Hintergrund. Wait a minute. Ich bin gleich wieder bei euch. Das war der Ventilator und wenn man sein Noise Gate richtig einstellt, dann sollte man eigentlich so gut wie gar nichts davon hören. Ansonsten macht man während des Streams vielleicht den Ventilator entweder aus oder man stellt ihn anders hin, dass er nicht ins Mikrofon rein pusten kann. Ja, genau. Jetzt wisst ihr auch, warum ich am liebsten morgens streame, weil der ist noch nicht so heiß. Soll ich nach unten oder nach oben? Ich gehe nach unten. Ja, du singst doch schon da unten. In den Abgrund. Und tschüss. Oh Gott. Ich gehe nach oben, ich gehe nach oben, ich gehe nach oben. Ja, ja. Unten ist immer der Abgrund. Der Abgrund heißt nicht umsonst Abgrund. Ja, meistens immer im Abgrund böse, böse Viecher. Nein, ich meine jetzt nicht Katzen und so, aber Fische. Also der war richtig... Ja. Tucky on the Six. Play. Hä? Ich kann jetzt auch wieder Deutsch reden. Das ist ein bisschen unangenehm, weil man sieht dich im Bild dadurch, Kamin. Sag doch einfach, dass du was brauchst. Ja, wirklich. Aber warum? Na, weil das Bild bis hier geht. Ja, ganz klar. Das ist wie bei uns der Katze. Die Katze, wenn die da rumrennt, so, also von da nach da läuft oder umgekehrt, dann sieht man die ja auch als Schatten, klar. Weil die Kamera das halt aufnimmt. Und ihr seht dann dadurch, dass das kein Fake-Hintergrund ist, kein Greenscreen, sondern ein realer Hintergrund, auch wenn er geblurrt ist. Ja, und so ist das dann natürlich auch. Irgendwo, sobald man in die Kamera kommt, wird man sichtbar, ist ganz normal. Ja. Ja, das kann ich, ja. Auch die Leute haben eine Taschentuchbox, okay. Nein, die dekadenten Schweizer, die haben Tücher. Das ist was anderes als so billiges Papier da. Das ist schön. Willst du dir mit einem Handtuch die Nase putzen zum Beispiel? Weißt du, manchmal glaube ich, ihr Schweizer seid einfach nur eins und das ist eklig. Ja, genau. Und dass ihr dekadent seid, wissen wir sowieso. Yeah! Oh Gott sei Dank. Ups. Hoppala. Seht ihr? Jetzt wisst ihr, warum ich kein Greenscreen habe. Wenn die Katze zum Beispiel dagegen stoßen würde oder eventuell mein Mann oder ich mit meiner Ungeschicktheit hin und wieder, dann würde das nämlich passieren. Deswegen lassen wir das. Über was soll man reden? Aber du weißt doch. Meine. Welche lange Ja, das passte. Das passte. Deswegen Augen auf beim Fußheben in den Stream. Genau. Dass ihr da nichts daneben dran stehen habt oder eine Schublade offen habt und so. Ich habe hier nur eine Schublade, so hoch käme ich mit dem Fuß wahrscheinlich im Sitzen gar nicht, dass ich mir da weh dran tun würde. Ja, genau. So, ich habe hier ein Glas, das ist sehr, sehr voll. Aber ich finde, ein Glas, was nicht mindestens so voll ist, ist auch kein volles Glas. Das ist eine sehr intelligente Aussage, wobei das Glas ist auch voll, wenn es zur Hälfte gefüllt ist. Das ist dieses Gegeneinandersein, das Optimisten und des Pessimisten. Also ein Glas, das ist halb voll. Der Optimist sagt, es ist halb voll. Der Pessimist sagt, es ist halb leer. Ja, genau. Jetzt könnt ihr euch überlegen, was ihr seid.
Nein, ihr schändliches Fickweib. Ich werde euch den Kopf spalten und dann in eure Augäpfel reinpissen, denn ich bin ein heiliger Paladin. Ein Paladin, der so reden würde, wäre kein Paladin. Obwohl ich ein, zwei Spieler kenne, die eventuell eine solche Sprachweise an den Tag legen würden, wenn es ihre Paladine noch geben würde und sie entsprechend, ja. Wobei, da fällt mir gerade was ein, was ich demnächst mal mit jemandem bereden muss. Ja gut, weiter geht's. Okay, jetzt brauchen wir aber mindestens, wir haben nur noch einen Zug, wir müssen die drei nehmen. Ganz ruhig. Mal sehen, ob es einen anderen gibt. Okay, wir haben ihn überzeugt. Okay. Witziges System. Es hat Jahre gedauert, das zusammenzukratzen. Mhm. Ich will endlich in Ruhe schlafen können. Hier, meine Schulden. Und jetzt verschwinde von hier. Ja. Alles klar. Was zur Hölle? Ich meine, wir sind hier angekommen und der Typ war schon tot. Olli, du bist ein ganz mieser Kerl. Ein ganz mieser Kerl, da muss ich mal sagen. Er zahlt seine Schuld und du erlegst sie trotzdem um. Da hat ja auch keiner gesehen. Gut. Ja, das ist halt das Problem, wenn man halt die Bevölkerung sich aus... Zivilisten, Zivilisation, was zum Geier hast du gesucht? Das hätte man wissen, hättest du vielleicht hinschreiben sollen, damit man weiß, was du suchst, damit man dir helfen kann. Weiter geht's. Ja, das hat mich... Geiles Kleid. Ja, ich brauche ein neues Gesicht. Lassen Sie mich anschauen. Die Nase wäre eigentlich gar nicht so hässlich. Ich finde, ich sehe so alt aus. Ja, hübsch sind sie nicht. Da könnte man schon was optimieren. Was? Ja, die Dame braucht eindeutig eine Schönheitsoperation, weil ich diagnostiziere Hässlichkeit. Man kann Hässlichkeit diagnostizieren. Liegt Schönheit nicht im Auge des Betrachters? Ich meine ja nur so, also... Ja, was soll man dazu sagen? Also ich kau einfach immer drauf rum. Das ist so ein angenehmeres Sauggefühl. Mir fehlt der Kontext. Mir fehlt definitiv der Kontext. Ansonsten ist diese Aussage... Munitionsknappheit kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja den hier. Wo kam denn dieser riesige Tank her? Warum versteckt er sich denn in meinem Schussfeld? Oh no! Ja, der Tank war jetzt so klein, den konnte man ja auch im Raum nicht sehen. Und wie hirnlos muss man sein, dass man mit, ja, ohne zu gucken, einfach den Laserbohrer einsetzt? Ja, ein bisschen nachdenken, ein klein bisschen nachdenken, dann hilft das. Aber bei Bethesda hat man den Spielen immer bei Release oft schon angesehen, dass die so ein bisschen nicht die neueste Technologie haben. Aber ich muss sagen, das sieht richtig gut aus. Also das ist wirklich hübsch. Also wenn die können die Engine lange verwenden, weil das ist wirklich... Was war jetzt? So, für die Leute, die ihr vielleicht nicht wissen, wie das mit der Spieleentwicklung geht. Also ein Spiel wird nicht heute angekündigt und ist morgen fertig. Zwischen Ankündigung und Release liegen manchmal Jahre. So. Und die Technik, wir kennen es, entwickelt sich natürlich immer weiter, immer schneller weiter. Früher hatten wir alle 2 Jahre eine neue Grafikkarte, heute kriegen wir es innerhalb von 6 Monaten. Jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, ja. Aber... bei den Spielen ist es halt so, dass das etwas länger dauert. Je größer ein Spiel ist, umso länger dauert es, bis es entwickelt ist. Und da fängt man natürlich mit der Sache, mit der Engine an oder mit der Technik an, die man hat bei Beginn der Sache. Man kann zwischendrin vielleicht nochmal ein bisschen Kleinigkeiten updaten, aber man geht nicht hin, entwickelt ein Spiel bis zum Ende und sagt dann, oh ja, jetzt gibt es eine neue Technik, eine neue Engine.
Wir müssen das jetzt alles auf die neue Engine optimieren, damit das ordentlich aussieht. Dann kann man das ganze Spiel wieder von vorne anfangen und wenn man fertig ist, hat man dasselbe Problem wieder. Also ist ganz klar, dass man durchaus bei langen Entwicklungen ältere Engine bekommt und das dann halt natürlich entsprechend halt nicht ganz so hübsch aussieht wie vielleicht die neueste Demo einer Engine, die man im Internet runterladen kann. Guten Morgen, Kistenkater. Ja, der ist gerade wach geworden. Weiter geht's. Deswegen, eigentlich müsste ich die ganze Zeit so sprechen, weißt du? Ja. Aber es ist eben auf Dauer ganz schön anstrengend. War übrigens gerade mein Rücken, falls es zu hören war. Alles in Ordnung? Ja, es... Ja, wie gesagt, also ja, der Rücken tut... Ich habe meinen Stuhl ordentlich eingestellt, deswegen knackt mein Rücken nicht. Oder ihr hört es zumindest nicht. Oder ich höre es nicht, weil ich gut Kopfhörer habe. Je nachdem. Franzi, wenn du redest, vibriert es im Hintergrund. Tja, ich muss ja auch irgendwie meinen Spaß haben, ne? Oh, wow. Finde ich gut. Das war jetzt wieder eindeutig zweideutig. Und wir wissen ja, wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr zu lachen. Weiter geht's. So bleibt die Reservierung bestehen. Zum Leid all derer, die keine Liege abbekommen haben. einfach die Liege mitnehmen. Bevor die ganzen Handtuchbesetzer frühs kommen. Ich nehme einfach meine Liege abends, pack die mir auf den Rücken und dann gehe ich damit in meine Kabine und am nächsten Morgen komme ich und stelle meine Liege da wieder hin. Ja, auch eine Möglichkeit, seine Liege zu reservieren. Aber das kennen wir ja. Die Deutschen sind ja immer so. Was machen die Deutschen im Urlaub morgens als erstes? Ein Handtuch auf eine der Liegen legen und den halben Tag die Liege nicht benutzen. Ich finde, manche Hotels machen das richtig toll. Da geht dann einer rum und sammelt die ganzen Handtücher wieder ein und legt sie an die Rezeption. Und ja, wer sein Handtuch wieder haben will, muss dann halt dahin gehen. Ah. Schau mal, wie sie abhebt, nur weil sie befördert wurde. What the fuck? Komm mal runter, Chat, wenn ich jemals so abheben sollte. Okay, was ist hier los? Oh mein Gott, Stephen King einfach. Was hat das jetzt mit Stephen King zu tun, dass da ein Bug im Spiel ist? Das kennen wir doch. Bugs in Spielen sind so vielfältig wie Eiscremesorten in der Eisdiele. Gut, dann nochmal einmal die erste Aufklärung. Die Worte und möchte ich hier nicht hören. Okay, also Düt und Düt möchte er nicht hören. Gut, dann lassen wir diese Düts eben einfach weg. Dann hat halt ein Kind zu mir gesagt, halt deine Fresse. Sveto, ich weiß, dass du so wahrscheinlich mit deiner Mutter redest, weil du ein respektloses Stück Scheiße bist und die wahrscheinlich wirklich dann ihr Maul hält. Weil sie hat es ja mit dir anscheinend sowieso verkackt. Genau, ich gehe gerade auf Mutter, um dich schon mal richtig schön zu triggern. Aber in der realen Welt funktioniert das nicht. Wie du vielleicht siehst, mache ich hiermit meine Kohle, die ich mir dann schön tief in den Arsch reinstecke. Also nein, ich höre nicht auf zu reden, denn das ist mein Geschäft, ja? Dem hat es aber gesagt. Der wird jetzt bestimmt zu Hause in der Ecke sitzen und tierisch weinen. Tiere mit exakt einem Haar. Und jetzt deine Lösung. Heuschrecke. Einfach Hase. So ein einfacher Name. Hase. Oder Hahn. Nein. Also das erste war gut. Ja, also das erste, was sie gesagt hat. Was er gesagt hat, natürlich nicht. Ein Tier mit einem Haar. Heuschrecke hat zwei. Das hatten wir letzte Woche schon. Hase hat eins. Das stimmt. Aber Hahn hat zwei. Eins vor und eins nach dem A. Damit haben wir auch schon wieder verkackt. Da war der Schreck, da war das Genick steif. Also, das kann sein, ja. Und das ergibt Sinn. Okay. Ist jetzt der Gegner einfach in den Fahrstuhl gerannt und sie fährt trotzdem Fahrstuhl? Komisch. Weiter geht's. Der Horror in dem Game ist aber tausendmal besser als jeder Jumpscare. Ich denke...
Ah, das ist ein Gag in diesem Spiel. Und das soll ein Horrorspiel sein. Sagt das doch. Obwohl, ich hätte es eigentlich strecken müssen, weil ich dem schreien. Schaust du jetzt mit mir da rein, Hähnchen? Okay. Hast du das aus meinem Mikro rausgebissen? Nein! Gockel! Das ist doch klar. Papageien mögen so weiches Zeug. Und der Popschutz, der ist halt prädestiniert für ein Papageien auseinandergenommen zu werden. So ist das eben. Weil ich gestern so richtig Bock hatte auf Toastbrot mit Eiersalat, dann habe ich mir mein Toastbrot gestern getoastet, habe dann schön so einen Aufstrich geschnitten, drauf geschmiert und alles. War so happy schon so fast schon so, geil, endlich Abendessen. Und dann gucke ich so in die Tüte, wo der restliche Toast drin ist und denke mir so, warum ist das so ein heller Fleck? Das sind meine Augen nur, oder? Das sind einfach nur meine Augen, die gerade irgendwie Streiche mir spielen. Und dann habe ich besser in die Tüte reingeguckt und gesehen, dass das Toastbrot angefangen hat zu schimmeln. Bitte sei es nur das eine Toastbrot. Und dann habe ich meine geschmierten, getoasteten Toastbrote angeguckt und dann waren die auch voller Schimmel. Und ich denke mir so, oh mein Gott, nein, oder? Kleiner Funfact am Rande, wenn eine Scheibe Toastbrot geschimmelt, also wenn ihr den Schimmel schon seht, speist das gesamte Ding weg, weil Schimmel wächst im Verborgenen im Brot. Das heißt, wenn ihr ihn seht, ist es schon zu spät, dann ist das ganze Brot schon durchzogen davon, weg damit. Klopp, klopp, wer ist da? Planet wer? Planet ihr eine Party, eure Hoheit? Boah. Schlechte Weltraumwitze. Ganz schlechte Weltraumwitze. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ach, der eine schaltet den anderen mit. Nein! Ey, der Beat ist trotzdem ganz geil. Ja, doch, der Beat hatte was. Düdüpp. Düdüpp. Hatte was, ja? Könnte man ein Lied draus machen. So, ja. Ich sag jetzt nicht von welchem Künstler, weil, ja. Die Liste wäre endlos. Das sieht 1:1 so aus. Sogar mit der Fellfarbe. Sie vergleicht sich jetzt nicht mit einem Cocker Spaniel. Nicht allen Ernstes, wie dumm kann man sein? Oh mein Gott. Es gibt nur noch. Ja. Bei den Kanonen kannst du ja horizontal anpassen. Vertikal anpassen. Hier kannst du horizontal anpassen. Und wenn du den Stick hältst, dann kannst du es auch. Kannst du auch die Weite bestimmen. Also ja. Wieso hat er mich seitlich geworfen? Okay, du kannst hier gar nichts bestimmen. Weil du es einfach nicht drauf hast. Deswegen hast du das. Weil du etwas dämlich angekommen bist, ja. Ja, ist kalt. Spiele sollte man verstehen. 275 Meter, Leute. Ich kann das. Wow, perfekt geparkt. Das Auto klaut keine Sau. Das ist der perfekte Parkplatz. Den nimmt dir kein Mensch weg und du kommst aber auch selber nie wieder weg. Ja, toller Bug. Ja, und ich sag mal so, mehr als ein Alarm losgehen kann ja nicht passieren, ne? Ja, geh, leck mich doch am Arsch. Was ist denn das? Guck mal. Hä? Was ist denn das für, was? Was ist denn das für ein Treppenhaus? Ein sehr weirdes, das könnte glatt aus Hogwarts geklaut sein. Treppenstufen auf zwei Seiten, also, aber beide in dieselbe Richtung, also... Höhe, meine ich. Also einmal so und einmal so. Ja. Koordination heute Morgen nicht so toll. Ich schieße jetzt immer drauf. Ja, so kann's gehen. Sicher ist sicher. Das war ein cooler Move. Sehr cooler Move, ja. Aber ich hab kein Aluhut hier. Keine Sorge. Brauche ich nicht. Dann drücke ich hier auf 0. Die haben damit gar kein Problem, Jaina. Die haben auch kein Problem damit, wenn ich sie anschieße. Ja,
ich helfe dir. Oh, oh, sie haben ein Problem damit, sie haben ein Problem damit, sie haben ein Problem damit, sie haben ein Problem damit. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Tata, deine Platte hängt. Und wir haben das gemerkt, dass sie ein Problem damit haben. Hatten wir vorhin schon bei Olli. Hm? Olli, willst du ein Ü-Ei? Ja! Nimm das Ü-Ei! Oh, Ü-Ei! Ja! 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 Hey, ein Ü-Ei geschenkt. Ich liebe Ü-Eier, wisst ihr das? Ja, leider viel zu viele, wenn ich hier so rumgucke. Hm, weiter geht's. Oh. Ja. Ja. Ha, hallo. Also, erst einmal ein Herzchen für unseren Kistenkater. Guten Morgen, schön, dass du dabei bist. Ja, auch wenn wir gerade mit den Twitch-Clips so Richtung Ende laufen, aber das war jetzt gerade eben eine sehr dumme Aktion von den beiden in Valorant. Wenn der eine erschossen wird, dann geht man doch nicht in die Öffnung rein und guckt, dann tut man sich anschleichen von der Seite, aber doch nicht so. Ist, ja, selbst schuld, kann man nichts dazu sagen. Aber hey, jeder wie er mag. Und jeder, wie er mag, muss erstmal jetzt ganz kurz die Flasche holen, die Person aufgefüllt hat und dann einfach auf dem Klo stehen hat lassen. Lass dir Zeit. Ja, ich sag, seht ihr, wieder ein toller Beweis dafür, die Spiele hören und sehen uns ab, wenn wir sie vor dem Stream spielen. Ja, und im Übrigen, da hat man es gerade eben wieder ganz deutlich gesehen, also... Was Bethesda nicht so drauf hat, ist die Lippensynchronität in anderen Sprachen. Im Englisch passt die Lippensynchronität, denke ich mal, perfekt, aber sobald man es umstellt, war's das. Ja. Germany, bitte kommt alle mit zum Raiden. Ich habe das jetzt extra angesagt. Normalerweise, wenn ich jemanden Raid ansage oder so, dann hauen sie alle ab. Aber diesmal kommt alle mit, weil ich hoffe, dass wir irgendwann bei Clip Twitch. Deutsch, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ja, er meinte natürlich Twitch Clips Germany. Ja, und die haben wir uns jetzt zusammen angeguckt. Er hat es geschafft am Ende. Mit dem Raiden, hoffe ich, hat auch funktioniert. Das kann ich jetzt nicht mehr nachkontrollieren, aber ist natürlich schön. Und es war wieder eine schöne Folge. Und ich habe auch schon den Titel für diese Folge im Kopf. Ich muss ihn mir dann noch aufschreiben, damit ich nicht wieder vergesse. War ich am besten gleich, da passiert das nicht. So, habe ich aufgeschrieben. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich diesen Titel schon mal hatte. Ich bin mir aber nicht sicher, aber werden wir sehen. Gut, aber es war toll und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn euch das auch gefallen hat und ihr das irgendwie hier jetzt zeigt. Wir machen das Ganze natürlich bei Twitch Clips Germany auch. Ja, also abonniert ist ja schon. Warum ich die Glocke nicht aktiviere, habe ich mehr als einmal schon gesagt. Wenn ihr das nicht wisst, dann wäre das eine schöne Frage, die ihr mir an 23. stellen könnt, wenn ihr da Interesse habt, auch einfach damit unten in die Kommentare. Aber ich mache jetzt erstmal das Like. So. Und ja, gerade wenn ihr Fragen an mich habt, unten in die Kommentare, da könnt ihr natürlich auch Lob, Kritik, Vorschläge zum Reacten reinpacken und was ihr sonst noch so loswerden wollt. Und ja, mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich bedanke mich bei euch und wir sehen uns wieder bei der nächsten Sendung. Bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.